Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Mein Name ist Harald Selke, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Informatik an der Universität Paderborn und halte seit einigen Jahren diese Vorlesung für eben in erster Linie Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler. Hauptsächlich Medienwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler, aber durchaus auch Studierende aus anderen Studiengängen. In diesem allerersten Video soll es erst einmal darum gehen, eine kurze Einführung in die Inhalte dieser Vorlesung zu geben, bevor ich dann in einem weiteren Video den organisatorischen Kram mit euch besprechen möchte. Naturgemäß haben wir in dieser Vorlesung Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir hier tatsächlich bei null Voraussetzungen anfangen. Das heißt, auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne jegliche Vorkenntnisse in Bezug auf Informatik und jegliche Vorerfahrung in der Programmierung von Computern sollen die Chance haben, im Rahmen dieser Veranstaltung etwas über Informatik zu lernen. Wir wollen hier die Grundlagen dafür legen, dass ihr in den kommenden Semestern an weiteren Veranstaltungen aus der Informatik teilnehmen könnt. Jetzt aber zur Sache. Natürlich sind digitale Medien in unserem Alltag mittlerweile überall vorhanden. Das haben wir nicht zuletzt während der Pandemie gemerkt, als viele von uns ganz überwiegend nur über das Internet mit anderen Leuten kommunizieren konnten. Die Frage, der wir uns allerdings in dieser Veranstaltung zuwenden wollen, ist vor allem, was macht die Informatik in ihrem Kern aus? Computer gehören natürlich dazu, das Internet gehört dazu. Und all diesen Aspekten wollen wir uns ein wenig nähern. Wir wollen das Ganze an einem konkreten Beispiel aufhängen, um davon ausgehend erst einmal eine Idee zu bekommen, was es mit Informatik auf sich hat. Wir wollen dann aber insbesondere konstruktiv werden und müssen selber erlernen, wie wir eigentlich Systeme gestalten und beispielsweise Anwendungen für das Internet entwickeln können. Als Ausgangspunkt soll bei uns ein Webshop dienen. Einen solchen Webshop kennt ihr alle und etwas Ähnliches habt ihr sicherlich schon oft besucht. Man kann in diesem Laden etwas kaufen und wir werden nun einmal ganz kurz durchspielen, wie so etwas denn eigentlich funktioniert. Ich möchte euch hier einen kleinen Webshop vorstellen, der vor einigen Jahren von Studierenden erstellt worden ist, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben und die zum Beginn der Veranstaltung noch keine Idee davon hatten, dass und wie sie so etwas erstellen können. Hier gibt es offensichtlich zunächst einmal eine Einstiegsseite, auf der wir erfahren, worum es auf dieser Webseite geht. Angeboten werden Kochboxen mit den Inhalten für jeweils eine Mahlzeit und diese können wir hier bestellen. Im unteren Bereich der Seite haben wir die Möglichkeit, mit der Webseite zu interagieren. Hier können wir aus verschiedenen Rubriken auswählen, welche Art von Mahlzeit wir haben wollen. Etwas Herzhaftes, etwas Süßes, etwas für Kinderfreundliches oder ein Festessen. Wollen wir also nun etwas Süßes zubereiten, wählen wir das hier entsprechend aus, klicken auf Weiter zu den Rezepten und bekommen jetzt die Auswahl angezeigt, die man uns hier anbieten kann. Zu jedem Rezept bzw. jeder Kochbox gibt es zunächst einmal eine kurze Beschreibung und wir erfahren auch den Preis. Zu manchen wird außerdem auch ein Foto angezeigt. Wenn wir uns nun beispielsweise für die Donauwelle interessieren, dann können wir die hier auswählen und klicken auf Weiter geht's. Wir erhalten dann eine ausführliche Beschreibung, zusammen wieder mit einem schönen Foto von der leckeren Donauwelle und können jetzt anschließend sagen, dass wir die genau bestellen wollen. Ich habe hier also jetzt meinen Namen eingegeben und meine Adresse, klicke auf Bestellung absenden und erhalte dann eine Bestellbestätigung. Das ist offensichtlich eine dynamisch generierte Seite, denn hier stehen ja jetzt die Inhalte, die ich gerade eben angegeben habe, also mein Name und meine Adresse und außerdem, was ich denn eigentlich bestellt habe, nämlich die Kochbox für die Donauwelle. Wir haben hier also jetzt einen einfachen Webshop, tatsächlich nur die Simulation eines Webshops, denn wir haben keinerlei Daten irgendwo hingesendet und nicht wirklich etwas bestellt, sondern alles nur auf unserem eigenen Computer durchgespielt. Aber dieses Ding und vom Prinzip her viele andere Webshops auf der Welt funktionieren genau auf diese Art und Weise. Im Grunde genommen haben wir also hier einen halbwegs funktionsfähigen Webshop gesehen, auf einer sehr einfachen Ebene natürlich, und nur mit sehr wenigen Produkten. Aber vom Grundprinzip geht das bereits in die Richtung, was man mit einem professionellen Webshop ebenfalls machen würde. Damit daraus nun ein richtiger, voll funktionsfähiger Webshop werden kann, bräuchte man dann natürlich noch einen Server, an den wir die eben eingegebenen Daten schicken und das Internet, über das unser Webbrowser, der Client, mit diesem Server kommunizieren kann. Auf dem Server ist dann das Angebot tatsächlich beheimatet. Die Kommunikation muss in einer bestimmten Art und Weise erfolgen und es müssen auch Informationen, wie beispielsweise die Daten unserer Bestellung, auf dem Server gespeichert werden. Das ist jedoch eine Komplexität, die wir im Rahmen dieser Veranstaltung nicht behandeln wollen. Auf dieser Ebene ist das für die wenigsten von euch vermutlich etwas Neues gewesen, denn solche Webshops gibt es zuhauf im Netz und habt ihr sicherlich auch schon benutzt. Man kann dort verschiedene Dinge kaufen und wir wissen alle, dass das irgendwie auch funktioniert und dass die Produkte in der Regel auch letztlich irgendwann bei uns ankommen. Was wir im Rahmen dieser Vorlesung aber machen wollen, ist, dass wir die Perspektive wechseln. Uns geht es ja auch nicht um die Nutzung eines solchen Webshops, denn das ist ja offenbar ziemlich einfach. Wir hingegen wollen selber in der Lage sein, einen solchen Webshop zu erstellen und das nicht mit einem vorgefertigten Baukasten, sondern von Grund auf.
Wir wollen mehr oder weniger alle Prinzipien verstehen, wie wir denn eigentlich einen solchen Webshop bauen können. Wir wollen ihn im Grunde genommen auch anbieten können, aber wir müssen fairerweise dazu sagen, dass wir das Ganze, wie eben gesehen, nur simulieren. Diese Vorlesung ist ja Teil eines aus drei Veranstaltungen bestehenden Zyklus. Im Rahmen dieser ersten Vorlesung werden wir im Wesentlichen nur die Client-Seite betrachten, also die Seite, die der Benutzer, der Anwender quasi sieht. Wir werden allerdings trotzdem, wie gesagt, hinter die Kulissen gucken und einen solchen Webshop soweit wie eben gesehen vollständig programmieren. Aber er wird letztlich nur eine Simulation sein. Wie sich das genau dann von einem tatsächlichen Webshop unterscheidet, werden wir kurz ansprechen und ihr werdet das später in weiteren Veranstaltungen auch noch vertiefen können. Einiges davon wird dann in der hieran anschließenden Veranstaltung Einführung in webbezogene Sprachen im kommenden Semester Thema sein, wenn es dann weiter um Webprogrammierung und dabei dann auch um die Serverseite gehen wird. Entscheidend ist für uns also, dass wir die dahinterliegenden Informatikprinzipien erfassen und begreifen. Wie werden wir dazu vorgehen? Nun, wir werden uns mit vielen, vielen Themen beschäftigen, die euch im Augenblick vermutlich von den Schlagworten her erst einmal nichts oder nicht viel sagen werden und auch von den Konzepten noch nicht vertraut sind. Aber keine Sorge, keine Bange. Alles dieses werden wir im Rahmen dieser Veranstaltung hier erlernen. Wir werden uns unter anderem mit HTML beschäftigen. Das ist die Sprache bzw. eine Notation, mit der wir das Aussehen von Webseiten beschreiben können. Genauer gesagt beschreiben wir damit den Inhalt von Webseiten. Das Aussehen können wir mit CSS, den sogenannten Cascading Style Sheets, gestalten. Und die Interaktion, also alles, was dynamisch an einer solchen Seite ist, ermöglichen wir mit JavaScript. Das ist eine Programmiersprache, mit der wir Abläufe beschreiben können. Alle diese Dinge werden wir in dieser Vorlesung kennenlernen. Wem die Begriffe derzeit noch nicht sagen? Kein Problem, alles das bekommen wir später. Dies sind Beispiele für konkrete und aktuelle Technologien. Die werden wir natürlich hier erlernen, damit wir dann in der Lage sind, einen solchen Webshop selber zu bauen. Denn das wird das Ziel sein, das ihr am Ende dieser Vorlesung erreicht, dass ihr selber tatsächlich einen solchen kleinen Webshop, nicht sehr groß, aber mit ein paar Produkten, erstellen könnt. Die Prinzipien, die dahinter liegen, sind allerdings übertragbar. Das ist mir sehr wichtig und deshalb werden wir uns zwischendurch immer wieder auch von den konkreten Beispielen von HTML, CSS, JavaScript entfernen, werden theoretisieren darüber und werden uns mit allgemeineren Themen beschäftigen. Denn die sind die wahren Grundlagen, die wir brauchen oder die ihr später braucht, um dann in der Lage zu sein, euch auch in andere Themen einzuarbeiten. Denn wir wissen nicht, wie das in 20 oder 30 Jahren aussieht, welche Programmiersprachen dann aktuell sind, welche Technologien dann eingesetzt werden. Aber viele Grundprinzipien werden euch dabei helfen, dass ihr euch in Zukunft in neue Technologien einarbeiten könnt. Deshalb interessieren uns also vor allem die hinter diesen Notations- und Programmiersprachen liegenden Prinzipien, letztlich die hinter der Informatik liegenden Prinzipien, also die Grundprinzipien, die wir eben, wie gesagt, verstehen wollen. Um das zu können, müssen wir immer wieder auch theoretische Aspekte betrachten. Das heißt, wir werden uns zwischendurch immer wieder einmal recht weit von dem konkreten Thema entfernen. Wir werden keinen HTML-Kurs machen und auch keinen Programmierkurs in JavaScript. Wir werden Grundlagen davon erlernen. Nicht in allen Feinheiten, sondern nur bis zu einem bestimmten Grad, von dem aus ihr in der Lage sein werdet, euch selber weitere Dinge anzueignen. Vor allem werden wir dann aber, und das unterscheidet uns von einem gewöhnlichen Programmierkurs, immer wieder theoretisieren. Wir werden theoretische Aspekte betrachten, mit denen wir uns eben auseinandersetzen müssen, damit wir die Grundprinzipien verstehen. Als praktischer Referenzpunkt, als praktische Anwendung dient uns immer dieser Webshop von eben. Den werden wir immer im Hinterkopf haben und wir werden immer wieder zu ihm zurückkehren, auch wenn wir ihn zwischenzeitlich mal kurzfristig oder vielleicht auch längerfristig etwas aus den Augen verlieren werden. Aber wir werden, wie gesagt, immer wieder zu ihm zurückkommen und am Ende werdet ihr in der Lage sein, selber einen solchen Webshop zu erstellen. Es gibt eine ganz wichtige Herausforderung dabei und die besteht darin, dass wir in der Informatik einen deutlich anderen Denk- und Arbeitsstil haben, als man das typischerweise aus den Geisteswissenschaften kennt. Für uns ist natürlich auch die Beschäftigung mit theoretischen Aspekten wichtig. Natürlich müssen wir uns auch in Themen einarbeiten. Vor allem aber müssen wir immer wieder selber aktiv werden, denn die Informatik versteht sich als eine konstruktive Wissenschaft. Wir erstellen Informatiksysteme. Daher müssen wir die praktische Seite mit berücksichtigen. Es reicht ja nicht, sich eine Webseite anzugucken und sich zu überlegen, ach ja, das hätte ich vielleicht auch so gemacht. Ich verstehe, warum man das so gemacht hat. Und wenn wir dann bei der Programmierung angekommen sind, wird es zwar wichtig sein zu verstehen, was ein gegebenes Programm macht, aber vor allem müssen wir selber Programme erstellen können. Es wird also immer wieder darum gehen, dass ihr selber in der Lage seid, das Erlernte praktisch auszuprobieren. Das bedeutet, wir müssen üben, üben und nochmals üben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Die praktische Arbeit also ist erforderlich. Es reicht auch nicht nur, etwas aufschreiben zu können, sondern wir müssen es dann auch ganz praktisch ans Laufen bringen. Das heißt, wir werden viele Dinge immer wieder auch am Computer ausprobieren. Unsere Beispiele sind nicht immer nur praktischer Natur. Wir werden manchmal auch auf Papier arbeiten, aber wir werden auch sehr viel direkt am Computer arbeiten. Und das Schöne am Computer ist, dass er sozusagen zu uns zurückspricht.
Das heißt, wir merken, ob wir etwas richtig machen. Wir bemerken vor allem auch, wenn wir etwas falsch machen. Die Fehler müssen wir dann immer noch selber suchen. Und es ist oft genug eine Menge Arbeit, bis wir diese finden, bevor das Programm dann am Ende so läuft, wie es laufen soll, dass also alles so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Das wird durchaus nicht immer einfach sein. Und wir werden dabei auch die eine oder andere Frustration erleben. Das gehört dazu. Aber wie gesagt, kommen wir nicht zum Ziel, indem wir nur darüber nachdenken, sondern wir müssen das praktisch erproben, also üben. Das Zweite, was bei uns besonders ist, ist der Umstand, dass wir es mit formalen Beschreibungen zu tun haben. Der Begriff des Formalismus, dazu werde ich in den kommenden Vorlesungen noch einiges sagen, ist sehr zentral für uns. Wir müssen uns bei der Erstellung von Webseiten und Programmen immer in einer präzisen Art und Weise ausdrücken, weil die Computer, mit denen wir es dabei zu tun haben, Maschinen sind, die nichts anderes machen, als Formalismen zu befolgen. Es sind symboltransformierende Maschinen, die wir vor uns haben. Und diese Maschinen machen nichts anderes, als eben genau nach den Regeln zu arbeiten, die ihnen vorgegeben worden sind, in diesem Fall also den Regeln, die wir ihnen vorgeben, weil wir sie ja programmieren wollen. Wenn wir das aber tun, müssen wir präziser sein. Wir müssen exakte Beschreibungen dessen haben, was die Maschine machen soll. Genau dafür brauchen wir Formalismen. Die sind häufig nah an die Mathematik angelehnt. Daher steht das Wort mathematische hier in Klammern. Es ist aber nicht wirklich Mathematik, mit der wir es hier zu tun haben. Also auch da keine Sorge. Wir werden eine Handvoll Formeln im Laufe dieser Vorlesung kennenlernen, aber nicht sehr viele. Wir brauchen keine umfangreichen mathematischen Vorkenntnisse, wir machen keinen mathematischen Grundkurs hier, sondern wir bleiben in der Informatik und nutzen die Mathematik an den Stellen, wo wir sie brauchen. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist die Präzision durch formale Beschreibungen und an die Formalismen müssen wir uns halten. Zum Teil werden wir dazu so vorgehen, dass wir uns praktisch selber wie eine Maschine verhalten. Wir gehen also gewissermaßen so vor, als wären wir eine Maschine. Wir befolgen dann einfach den Formalismus. Das erfordert ein gewisses Umdenken von uns, weil wir in diesen Momenten nicht nach Sinn und Zweck fragen, das tut die Maschine nämlich auch nicht, sondern wir werden die Zeichensysteme, mit denen wir es zu tun haben, sinnfrei verwenden, weil dann hoffentlich eben derjenige, der den Formalismus formuliert hat, etwas Sinnvolles getan hat, ist das Ganze aber dann dennoch sinnvoll und in dem Sinn gehen wir dann sinnvoll mit diesen Zeichen um. Wir werden uns also zwischendurch immer wieder einfach auf einen Formalismus einlassen und nicht fragen, was wir da gerade tun, wozu oder warum wir das tun, weil wir zum Teil eben versuchen müssen zu denken wie die Maschine. Natürlich werden wir uns auch immer wieder Gedanken über den Sinn machen und wir werden immer wieder die Frage stellen, was wir hier eigentlich tun und warum wir das eigentlich tun. Aber wie gesagt, zwischenzeitlich werden wir immer wieder einmal gewissermaßen untertauchen müssen. Und wenn wir dann wieder auftauchen aus unserer formalen, aus unserer maschinenhaften Welt, dann sind wir wieder in der richtigen Welt zurück und sehen einige Dinge vielleicht mit anderen Augen, als wir das zuvor getan haben. Ganz entscheidend ist bei der ganzen Geschichte, dass wir die Fähigkeit zur Konstruktion erwerben. Das hängt eng mit dem schon erwähnten Mantra üben, üben, üben zusammen. Wir wollen am Ende in der Lage sein, selber Dinge zu bauen und tatsächlich nicht erst am Ende. Schon in 3 Wochen werdet ihr die ersten Webseiten bauen und dann werden wir uns schon angucken können, wie wir denn tatsächlich etwas Konstruktives hiermit anstellen können. Wir sind eben nicht ausschließlich analytisch unterwegs, sondern wir sind sehr viel auch konstruktiv unterwegs und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir wollen gestalten. Gestalten nicht im Sinne von unbedingt von etwas Schönes designen, sondern Gestaltung oder Design kann man durchaus auch dazu sagen, in einem technischen Sinne als eine Art Brückenschlag zwischen auf der einen Seite der Formalisierung, die wir brauchen, damit wir die Dinge an die Maschine delegieren können, und auf der anderen Seite dem Umstand, dass wir natürlich verstehen müssen, was die Maschine hier eigentlich macht, was wir denn eigentlich mit der Maschine hier anstellen. Unsere Themenübersicht für das kommende Semester sieht so aus. Das ist das, was ich uns also hier vorgenommen habe. Wir beginnen mit einer Art historischem Überblick. Das ist nicht wirklich historisch angelegt, denn es geht uns mehr um so etwas wie eine Ideengeschichte, also um die Frage, aus welchen Ursprüngen sich manche Dinge so entwickelt haben, wie wir sie jetzt kennen. Wir werden hier gewissermaßen Ex-Post-Rekonstruktionen vornehmen. Es geht uns also nicht um historische Abläufe, was hat wann in exakt welcher Reihenfolge stattgefunden, was hat wen beeinflusst. Uns geht es eher um die Frage, was gewissermaßen die Vorarbeiten dafür waren, dass wir heute mit Computern umgehen können. Die Grundlagen dafür liegen zum einen im Rechnen. Der Name Computer legt das schon nahe und deshalb auch die Überschrift dieses ersten Kapitels vom Rechnen zum Rechner. Aber auch das Schreiben und das Kommunizieren sind natürlich wichtig. Denn wenn wir heute an Computer denken, dann denken wir nicht daran, dass das Maschinen sind, mit denen man tolle Berechnungen durchführen kann. In erster Linie sind das für uns Geräte, die als digitale Medien fungieren. Wir werden also auch die Frage stellen, welche Aufgaben solche Computer eigentlich für unsere geistigen Prozesse übernehmen, wenn wir mit ihnen Texte schreiben, wenn wir mit ihnen kommunizieren, wenn wir mit ihnen Filme drehen, wenn wir mit ihnen Musik machen. Alle diese Fragen wollen wir zumindest am Rande ein wenig behandeln. Natürlich nicht in aller Tiefe, dafür kann man eine komplette eigene Vorlesung halten. Aber wir werden uns hier, wie gesagt, ein wenig mit den Grundlagen beschäftigen, wie die Computer eigentlich zu dem wurden, was sie heute sind und vor allem auch dabei schon sehen, welche wichtige Rolle Formalismen an dieser Stelle spielen.
Wir machen dann weiter mit einem zweiten Kapitel, das die Grundlagen des Internet betrachtet. Da werden wir uns zunächst angucken, wie denn eigentlich Daten im Computer abgespeichert werden. Dafür sind die Themen Codierung und Digitalisierung wichtig. Das heißt, die Frage, wie können wir eigentlich nicht nur Zahlen, sondern auch Texte, Bilder, Musik oder was auch immer im Computer speichern und mit diesem verarbeiten. Der zweite Teil dieser Grundlagenvorlesung besteht dann darin, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie es eigentlich funktioniert, dass wir mit vernetzten Computern arbeiten können. Wie kann es also sein, dass ihr zum Beispiel dieses Video gerade gucken könnt, das ich an einem ganz anderen Ort zu einer anderen Zeit aufgenommen habe? Wie kann es sein, dass wir auf einen Webshop zugreifen können, der irgendwo am anderen Ende der Welt liegt? Mit diesen beiden Grundlagen im Hintergrund können wir dann weitergehen und uns das World Wide Web angucken. Für viele Leute ist das World Wide Web identisch mit dem Internet. Das ist tatsächlich nicht so. Das World Wide Web ist ein Dienst im Internet und diesen Dienst werden wir uns auch genauer angucken. Wir werden uns dafür die schon erwähnten Konzepte von HTML und CSS ansehen, um Dokumente und Webseite selber zu erstellen und zu gestalten, also sie mit einem von uns festgelegten Aussehen zu versehen. Das wird der Gegenstand dieser beiden Vorlesungen sein. Damit sind wir dann in der Lage, unsere ersten Webseiten zu gestalten und haben schon eine Menge gelernt. Das ist also schon so einiges, was wir bis dahin hinter uns gebracht haben werden. Das nächste Kapitel wird sich dann eher theoretischen Grundlagen widmen. Wir treten einen Schritt zurück und werden uns ansehen, was wir da eigentlich bislang gemacht haben. Dabei werden wir feststellen, dass HTML und CSS, obwohl sie sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedlichen Zwecken dienen, eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten haben. Diese Gemeinsamkeiten wollen wir dann in abstrahierender Weise erfassen und werden sehen, dass es sich bei beiden um sogenannte formale Sprachen handelt, die mit formalen Grammatiken beschrieben werden können. Genau damit werden wir uns dann auseinandersetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir uns ausschließlich statische Strukturen angesehen. Das bedeutet, wir haben uns angesehen, wie wir eine statische Webseite bauen können, also eine Webseite, die sich nicht verändert. Wenn wir mit ihr interagieren wollen, wie wir das zum Beispiel bei dem Webshop ganz am Anfang gesehen haben und das auch von anderen Seiten im World Wide Web kennen und tatsächlich auch ganz generell, wenn wir mit einem Computer interagieren oder der Computer irgendetwas machen soll, müssen wir aber auch Prozesse beschreiben können. Um Prozesse präzise beschreiben zu können, gibt es sogenannte Algorithmen. Das sind formale Beschreibungsweisen für Prozesse. Sie sind eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass es die Informatik gibt. Deshalb werden diese ein wichtiges Thema sein, mit dem wir uns dann als nächstes beschäftigen. Dann geht es zurück in die Praxis. Noch nicht ganz, sollte ich sagen. Zunächst mal ein bisschen sozusagen in die theoretische Praxis. Wir wollen uns als nächstes nämlich mit der Registermaschine beschäftigen. Die Registermaschine ist ein strunzdummer Computer, könnte man sagen. Ein ganz, ganz einfacher Computer. Tatsächlich ist sie ein theoretisches Modell des Computers. Wir haben allerdings einen Simulator dafür, den wir euch zur Verfügung stellen. Dieser kleine theoretische Computer beherrscht lediglich 12 verschiedene Befehle. Mehr kann er gar nicht. Aber mit diesen 12 Befehlen sind wir in der Lage, beliebige Algorithmen so zu schreiben und so zu formulieren, dass ein Computer sie ausführen kann. Vom Prinzip her ist diese Registermaschine schon genauso mächtig wie der mächtigste Computer, den wir uns vorstellen können. Tatsächlich sieht die Geschichte natürlich etwas anders aus und wir können zwar im Prinzip mit einer solchen Registermaschine jedes Programm schreiben, aber wir werden sehen, wie kompliziert das ist, beziehungsweise kompliziert kann man eigentlich gar nicht sagen, aber wie unübersichtlich das sehr schnell wird, wenn wir auch nur ein halbwegs großes Programm schreiben wollen. Deshalb werden wir uns von der Registermaschine dann relativ schnell wieder verabschieden. Wir werden aber gesehen haben, wie wenig es eigentlich braucht, um einen Computer zu bauen. Dann gehen wir wirklich wieder in die Praxis zurück. Und das bedeutet, wir wenden uns der Einführung in die Programmierung zu. Ihr seht hier, dass wir da insgesamt 5 große Termine haben, an denen wir uns mit diesem Thema beschäftigen werden. Das ist also ein ganz wesentlicher Schwerpunkt dieser Vorlesung. Wir werden dabei eine Reihe von Konzepten kennenlernen. Zunächst werden das die elementaren Konzepte der Programmiersprache JavaScript sein. Und dann diverse Konzepte, mit denen man heutzutage Programme schreibt. Heutzutage sage ich, weil sich das durchaus ändern kann. Vor einigen Jahren war zum Beispiel so etwas wie objektorientierte Programmierung noch kaum bekannt. Mittlerweile ist sie jedoch gang und gäbe und das vorherrschende Programmierparadigma bei einer Vielzahl von Anwendungen. Wenn wir dann die wichtigsten Konzepte kennengelernt haben, werden wir einen Rückbezug vornehmen zu HTML und da einige weitere Dinge betrachten, die wir uns zuvor noch nicht angeschaut haben. Denn wir werden dann unseren JavaScript-Code dazu verwenden, einen Webshop erstellen zu können. Und da spielen alle die Dinge, die wir bis dahin gelernt haben, zusammen. Wir haben also HTML, CSS, JavaScript und alle diese Dinge gemeinsam ermöglichen es uns dann, unseren Webshop zu erstellen, was wir, wie gesagt, bis zum Ende des Semesters erlernt haben wollen. Zum Abschluss wird es dann noch einmal 2 Termine geben, bei denen wir wieder etwas theoretischer werden. Da wird es um solche Fragestellungen gehen, wie man mit Hilfe von abstrakten Datenstrukturen Lösungen programmieren kann, die man in vielfältigen Anwendungen nutzen kann, sodass wir also nicht immer das Rad neu erfinden müssen, sondern zumindest eine erste Idee davon bekommen, wie man mit einer Art Bausteinkonzept schneller zu fertigen Programmen kommen kann. Außerdem werden wir uns ein paar Gedanken zur Effizienz von Datenstrukturen machen, denn so schön es auch ist, wenn unsere Programme überhaupt funktionieren, so wichtig ist es oft, dass unsere Programme auch gut sind. Was dann genau besser oder schlechter bedeutet, hängt von den Kriterien ab, die man anlegt. Und eines davon kann ein Effizienzkriterium sein, vor allem wenn unser Webshop beispielsweise Tausende von Produkten und Millionen von Kunden hat.
Damit sind wir dann, oder besser gesagt seid ihr dann, in der Lage, einen solchen Webshop zu erstellen, Webseiten zu bauen und Programme zu schreiben. Ihr habt Grundkonzepte kennengelernt, die ihr in den folgenden zwei Semestern, im kommenden Wintersemester sowie im darauffolgenden Sommersemester vertiefen werdet. Ihr werdet dann auch sehen, wie tatsächlich mit einem Server kommuniziert wird. Die Konzepte zu den Stichworten Server und Client werden wir hier in Kürze schon kennenlernen. Die Grundkonzepte der Programmiersprache JavaScript werdet ihr am Ende dieses Semesters einigermaßen gut beherrschen. Wir werden sie aber bei weitem nicht in allen Details behandeln. Unser Ziel ist nicht, dass ihr hier die Oberprogrammiercracks werdet. Uns geht es, wie gesagt, in erster Linie darum, ein Grundverständnis zu erarbeiten, eine Grundlage zu legen, auf der ihr in Zukunft aufbauen könnt und euch weitere Dinge auch selber erarbeiten könnt. Damit soll es das für diesen ersten Teil gewesen sein, also für meine kleine Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Ich hoffe, ich habe euer Interesse wecken können und der eine oder die andere wird dieser Videoserie ja vielleicht folgen. Diejenigen, die bei uns an der Universität Paderborn die Vorlesung im Rahmen ihres Studiums besuchen, haben ja gar keine großartige Wahl und werden irgendwie dabei bleiben müssen oder sich die Kenntnisse anderweitig draufschaffen. Für alle anderen gilt, wer Spaß und oder Interesse hat, bleibt dabei. Wir werden hier noch so einiges an Inhalten vermitteln und ich hoffe, man kann auch ohne die Betreuung in den Übungen, die wir unseren Studierenden an der Universität ergänzend anbieten, durchaus etwas mit diesen Videos anfangen. Ich würde mich freuen und wenn es so ist, könnt ihr gerne hier Kommentare hinterlassen. Das war's für die Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Tschüss, bis zum nächsten Video.